Viel Spaß, Republic of Pirates live auf Twitch. Wir zeichnen auch für YouTube, wie immer noch ohne Kamera. Ihr wisst warum und weiter. Hier in Galley Island haben wir mittlerweile... Ja, also die Hauptwaren, das ist das Wichtigste, alles randvoll. Jetzt schauen wir mal, wir sollten ja Kleidungsstücke produzieren für die Damen und Herren hier vorne. Und dafür brauchen wir... Ein Ausstatter. Ausstatter bieten die Baumwoll... Wie ein Herrenausstatter klingt das. Bieten die Baumwollkleidung an, die Arbeiter brauchen, um anständiger auszusehen. Das heißt, die Yves Saint Laurent, die arbeiten hier vorne. Die brauchen diese Stufe. Lohnarbeiter. Und Baumwollplantagen. Und jetzt suchen wir mal... Baumwolle haben wir ja auch schon ein bisschen was, glaube ich, ne? Mhm. Wir bauen hier... Wo gab es den Bonus auf die Baumwolle? Hier vorne schon mal nicht. Wir bauen hier ein paar Ausstatter hin. Da gehen wir... Fleisch ist ausgereizt, ja. Die Depots waren relativ billig im Unterhalt. Nur 10 Gold pro Runde. Ich baue ein zweites Depot noch irgendwo an den Rand hin. Die Baumwollplantage, die können wir woanders umlegen. Denn hier haben wir gar keinen Bonus auf Baumwolle. Die reißen wir hier schon mal ab. Das ist im Prinzip von, vor allem von der Arbeitskraft her verschenkt hier. Die entfernen wir. Ja? Und wir gehen mal zu einer der Inseln hin, bei denen wir einen Bonus auf Baumwolle hatten. Hier vorne plus 120%. Wir haben ja nicht viel Platz, aber es lohnt sich schon, finde ich. Das war das Kapitänsquartier, das war das Depot und hier vorne setzen wir mal eine Baumwollplantage hin. Direkt daneben. Guck mal, ob wir die Straße hier lang setzen können, dass wir hier oben die Lücken da nutzen. Das heißt, die Wildschweinjagdhütte. Ich muss es leider drüber halten und sich angucken. Da kann man noch ein Feld weiter nach unten reinbauen. Das ist kein Ding hier. Ist so fummelig hier irgendwie, dann ziehen wir das Soja rüber durch. Mhm. Eisen werden wir irgendwann nutzen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier oben eine Baumwollfarm hingesetzt bekommen. Eine Baumwollplantage. Ja. Ist ein Stück weit weg von dem Depot, das ist hier vorne. Ziehen. So, das ist das Depot. Jetzt nochmal kurze Wege. Einmal eine Baumwollplantage dahinter. Einmal hier hin. Wir können auch schon zwei setzen und das hier ein bisschen ausreizen, finde ich. Mhm, machen wir mal. Voyager, nochmal vielen Dank fürs Cheeren von eben hier. Ob das ein Anuklon sein? Ein Anuklon nicht, aber es ähnelt Anu schon sehr. Jetzt geht's hier vorne mit dem Plantagenfeld hoch. Sehr schön. Jetzt können wir hier die Lücke nutzen.
Jetzt geht's oben lang. Die komplett ausgebaut? Ja. Platz für, was weiß ich, können wir eventuell noch eine dritte Baumwollplantage gleich hinsetzen. Die wir im Augenblick noch nicht brauchen, aber irgendwann mal. Ja. Denn die sind relativ preiswert im Unterhalt, kosten auch nicht viele Arbeiter. War ein fettes Überangebot hier vorne schon mal hinter, na, das ist schon mal hinter uns. Damit es nicht ganz so doof aussieht. Hier lang. Einmal Straße bitte. Also ich will mich ja nicht selber loben, aber wenn ihr euch das jetzt mal genau anschaut. So, perfekt. Als ob ich beim Platzieren der Straße schon gewusst hätte, wie nachher die Felder rankommen. 72 Felder pro Feld. Und ihr, okay, also ihr habt es vielleicht gerade mitbekommen, weil alle Leute, die gleich reinkommen, ja, ich brauche ein bisschen eure Mitarbeit, ein bisschen eure Mitarbeit hier. Und die gleich sagen, wow, wie hat WB beim Platzieren der Straße eigentlich gewusst, dass die Felder so pick, so exakt dort reinpassen? Dann erzählt denen gerne, ich würde den Spitznamen Writing Adler Auge Bull tragen hier. So, das sieht doch halbwegs anständig hier aus. Damit haben wir ein riesiges Überangebot. Die Baumwolle wird hier hingebracht zu dem Depot. Von den Wegen her klappt das hier. Und auf der Insel hier vorne, da haben wir nämlich die meisten Lohnarbeiter. Da gehen wir jetzt hier vorne hin und bauen Kleidung was, ne? Die Waren werden rübergebeamt. Die Ausstatter, die brauchen 10 Arbeiter. Das ist die Insel mit dem meisten Platz, wo wir riesige Städte bauen können. Deshalb mache ich das tendenziell eher hier. Und die könnten wir hier auf die Rückseite von den Depots hier hinsetzen. Das spricht eigentlich nichts gegen. Ein Depot ist zwar nur hier vorne, die Depots sind so billig. Sind so billig im Unterhalt. Wir bauen ein zweites Depot daneben hin. Lassen sich nicht aufwerten. Okay. Dann bauen wir noch ein paar Herrenausstatter daneben hin. Also ich empfinde das Spiel, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, als ausgesprochen entspannend. Wie nehmt ihr das wahr? Einmal. Zweimal. Das sollte wahrscheinlich schon reichen. Da kommen die Arbeitskräfte gleich rein. Materialien werden von der anderen Insel rüber gebeamt. Alles gut. Wir könnten auch für ein paar Lohnarbeiter hier noch mehr sorgen. Aber ich
glaube, wie war das nochmal? Ich glaube, es ziehen, ja, weitere Arbeiter ziehen hier rein, sobald die Kleidung da ist. Das nächste sorgen wir gleich für Kerzen. Noch wird es im Baum nicht freigeschaltet, weil es hier die Kampagne ist hier. Ja. Was? Wasserwerfer schreibt, für mein Empfinden ist WB hektisch geworden. Ja? Nehmt ihr mich auch als Hektiker wahr? Als jemand, der überhastet spielt, der immer wild vor sich hinklickt, der irgendwie total auf Tempo spielt, niemals irgendwas kommentiert, so ein kleiner Wildfang ist. Sehr interessante Wahrnehmung. Ich höre normalerweise eher das Gegenteil, aber wenn ihr das mal, wenn du das so meinst, wir können noch ein paar Gebäude drumherum aufleveln. Das ist der Marktplatz, Marktplatz, Marktplatz. Das war die Taverne für die Bessergestellten. Gefängnis müssen wir demnächst hier auch noch irgendwo hinbauen. Hier können wir noch ein paar Gebäude weiter aufleveln. Aufleveln war, glaube ich. The men have a taste for blood and they want more. Ja, wir sollen Feinde versenken. Härte Gegner, bessere Belohnung. Jawohl, ich will das Schiff der Jäger der Karimik versenken. Zwischenzeit mit dem Rad per Tab aufrufen. Level up war das hier, ne? Einmal aufwerten hier die. Und dann wollten wir hier ein paar Schiffe, einen Turm irgendwo reparieren, ne? Hier vorne. Schnellrad einmal reparieren. Dann ist die Frage, wo ist dieser Feind, den wir uns angreifen sollen? Kommt er noch? Wo könnte der sein? Quest abgeschlossen. Ja, das ist in Schale geworfen. Also er tauchte anscheinend noch nicht auf der Karte auf. Vielleicht kommt er gleich noch. Das hier? Nee, britische Westindien-Kompanie, die haut uns weg. Das sind so ein paar kleine Schiffchen. Das sind Neutrale, die ja alles bewachen. Ist das der hier vorne? Auch nicht, ne? Tooltip oben rechts. Suchen Sie nach dem Symbol mit dem Totenkopf und den gekreuzten Schwertern. Wird das hier vorne angezeigt? Nein, geht nur in der Karte selber. Totenkopf und gekreuzte Schwerter. Leute, ihr müsst mit mir suchen. In der Minimap wird es wahrscheinlich auch nicht angezeigt, ne? Wir müssen wirklich alles einmal absuchen hier. Sucht mal mit nach Totenkopf und gekreuzten Schwertern. Wenn ihr was seht, schreit auf. Oder ist das ein Symbol oderhalb eines Schiffes? Und es ist wirklich nur auf den Schiffen drauf. Ich glaube, auf den Schiffen ist es drauf, ne? Das ist eine Spinne. Das ist leider Kartenende hier. Das wird mir nicht sauber angezeigt. Schiffe in der großen Karte wären anklickbar, heißt es. Ja, anklickbar tatsächlich. Aber Totenkopf-Symbol wird mir nicht angezeigt, ne? Also das hilft mir gerade nicht weiter. Wir haben hier neue Schiffe bekommen. Wir können ein zweites bauen. Ja, Leute, was meint ihr, wo sich das Schiff befindet? Und wo findet man den Totenkopf? Da kann man Sachen einsammeln.
Ja, Totenkopf und gekreuzte Schwerter. Die beiden ja. Die sind es. Wunderbar. Die beiden sind es. Jetzt sind sie auch direkt vor unserem Näschen. Ja, sehr schön, wo wir gerade dabei sind. Mit zwei Arten von Spezialangriffen im Augenblick, jeweils einen pro Schusstyp. Das eine als Streuschuss, wie eine Schrotflinte, so mehrere auf einmal angreifen. Ach Leute, wo wir gerade dabei sind hier. Was sind die schwer anklickbar hier? Das ist echt heftig. Jetzt haben wir alles. Einmal hier rüber bitte. Einmal heilen. Ein Schiffchen ist solo hier vorne. Ein weiteres haben wir hier vorne. Das ist das Letzte, was wir auch nicht noch bauen können. Wir arbeiten ja mit einem Schusslimit hier. Da vorne kommen wir an. Das ist die Catch. Das sind die dickeren Schiffe, die können Rauchbomben einsetzen. Ich glaube 3 Sekunden lang genau. In einem kleinen Radius verhindern, dass man angegriffen werden kann. Und die anderen, das sind diese Schrotflintenangriffe auf Meeresschiffe auf einmal. Klasse. Darf ich euch mal fragen im Chat auf Twitch, wie viele Leute von euch das Spiel selber spielen und wie viel Spielzeit ihr mittlerweile mit dem Spiel schon habt? Wie viel Spiel, diejenigen, die das Spiel spielen, wie viel Spielzeit habt ihr zusammenbekommen mittlerweile? Ich muss mit Tratstand, mit einer Taverne interagieren, das ist vermutlich hier vorne. Eine weitere Quest, da vorne ist das. Captain, one of my girls overheard a rowdy crew lamenting a treasure chest they dropped near the Rat Island coast. Maybe we should look into it. Okay, eine Schatztruhe sei ja irgendwo, wird irgendwo herumschwimmen. In der Nähe der Küste oder an Land liegen. Ja, wir schicken ein paar Leute, um das zu überprüfen. Wer klickt denn ernsthaft auf die Alternative? Lass uns kein Risiko eingehen und keine Beute machen. Vielleicht bei auf einem riesigen Schwierigkeitsgrad. Wir schicken natürlich ein paar Leute. Jetzt die Frage, suchen Sie nach einer Schatztruhe in der Nähe von Red Island? Ob das Spiel PvP hat? Ich glaube, das ist ein Singleplayer-Spiel, ne? Ich habe es gerade nicht mehr genau im Kopf. Oh, Sven schreibt, es gibt ja eine öffentliche Demo, wenn man die runterlädt. Safe Game ist kompatibel. Ach, wir haben einen Kundi-Gutscheincode bei Games Planet. Der wurde verlängert. Der war ausgelaufen und läuft jetzt bis Ende Juli. Link bitte mal auf den Chat posten und wie der Code heißt auf YouTube direkt hier drunter. Billiger als auf Steam. In der Kombination von einem Link und einem Code. Gerne mal, Achtung, Werbung. Gerne mal auschecken. Auf YouTube hier drunter. Der war eigentlich ausgelaufen. Der ist nochmal neu aufgelegt worden hier. Fällt mir dabei ein hier. Was wollten wir machen? Wir sollten in der Nähe von Red Island nach einer Schatztruhe in der Nähe Ausschau halten. Schwimmt die im Wasser oder ist die an Land? Schatztruhen liegen doch normalerweise in Land, aber in der Nähe würde dafür sprechen, dass es eigentlich im Wasser wäre, die Formulierung. Also auf der Insel selber kann ich gar nichts sehen. Jetzt schauen wir mal, ob was in der Nähe der Insel ist. Oder vielleicht auf einer kleineren Insel in der Nähe.
Also ich habe nichts entdeckt, Leute. Ah, da vorne ist was. Lass uns da mal rüber segeln. Vor 6 Stunden hat Black Panther schon gespielt. Ah ja. Einmal rüber, bitte. Da vorne war's. In der Zwischenzeit können wir hier vorne noch Beute machen. Hoffentlich bleiben die nicht hängen. Die Wegfindung ist teilweise etwas heikel. Oh, Quest abgeschlossen. Ja, und jetzt? Did you see the damaged vessel just off the island, Captain? The crew were waylaid by roving pirates and want revenge. But all they could remember of the ship that attacked them was that it was a bark. Ja. Ja, machen wir. Wir erledigen das für die. Einmal annehmen. Wir sind selber Piraten und rächen hier wiederum Leute, die Ärger mit Piraten hatten. Und jetzt ist ein Piratendenkmal freigeschaltet. Sehr cool. Und damit kann man dann diese Barke reparieren und eventuell übernehmen. Okay. Und die ist vor unserer Hauptinsel gelandet. Warum die Minimap gerade wieder rausgezoomt worden ist, bitte. Frag mich nicht nach. Und jetzt wollen wir erstmal kurz wieder heilen fahren. Die feindliche Barke. Ist das die hier? Nee, ne? Das sind die freien Händler. Nee. Versenke eine feindliche Bark. Ein feindliches Bark. Um das Beschädigte hier vorne zu reparieren. Das heißt, wir müssen ein anderes suchen, eine andere Barke suchen und die dann zerstören. Davon müssten eigentlich mehrere auf der Karte sein. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Einmal reparieren, einmal rüber. Einmal auf die Suche gehen nach Feinden, meine Damen und Herren. Schaffen wir.